Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die schöne große weite Welt. Heute ist der 17. März 2021. Diese Sendung heißt Stabil durch den Wandel und stabil neben mir Andreas Popp. Und zwar sowas von stabil. Auch einen guten Morgen von mir hier aus unserem kleinen Bullabü am Silbersee. Der blaue Himmel strahlt, die Sonne scheint, aber es ist frisch. Es sind minus 8 Grad, also etwas maikühl, wie wir hier so sagen. Aber es wechselt natürlich stark. Aber nächste Woche wird es, nachdem wir am Wochenende noch mal ein bisschen Schneefall erwarten, dann endlich wärmer werden. Plus 9 Grad sollen uns erwarten. Wir hoffen, dass dann der Winter vorbei ist. Ja, das kann man wirklich hoffen, wobei ich sehe, dass der See an einigen Ecken schon zufriert. Schon wieder zufriert, er war schon einige Male zugefroren, aber ich glaube, das sind die letzten Zuckungen in unserer Klimaerwärmung, die dieses Jahr doch relativ kalt ausfällt. Ja, komisch, ne? Also, ihr Lieben, wir haben wieder eine Menge Themen und es ist unübersehbar, dass wir uns in einer Art Umbruch befinden, in einem Transformationsprozess. Und viele Herausforderungen an jeden Einzelnen täglich neu herangetragen werden. Und bevor wir in die Themen reingehen, sei immer wieder betont und untermauert. Die Herausforderung jetzt für jeden Einzelnen ist ein Umdenken. Ein nicht darauf warten, dass alles wieder wird wie früher, sondern ein Einstellen darauf, dass sich diese Welt verändern wird. Das ist ja schon alles im Gange und es wird einfach so nicht mehr werden. Und ihr seht es an den Beteuerungen und Versprechungen aus Berlin. Ja, also wir machen alles möglich für euch. Gleichzeitig spricht man schon wieder darüber, dass es einen harten Lockdown geben muss. Es ist wirklich Zuckerbrot und Peitsche. Und inzwischen kann ich auch nicht mehr glauben, dass das Ganze alles so zufällig entsteht, sondern mehr und mehr verdichtet sich auch bei mir das Gefühl, und das ist nur eine ganz persönliche Einschätzung, Spekulatius, dass es sich hier doch um ein ganz konkretes Vorhaben handeln könnte, was vor allem, wenn man es weltweit betrachtet, sehr eifrig, sehr emsig und gewissenhaft von Deutschland und Österreich durchgeführt wird. Ja, genau so ist es. Und wir merken natürlich, dass die Menschheit sich in einem dramatischen Umbruch befindet, wahrscheinlich den größten Umbruch, den diese Menschheit je erlebt hatte. Aber wir haben zwei Möglichkeiten, die Dinge zu analysieren. Auf der geistigen Ebene, wir sprechen dann auch vom jüngsten Gericht, wobei das klingt so nach Untergangsszenario und das ist es auf gar keinen Fall. Derjenige, der richtig steht, wird auch richtig durchkommen. Derjenige, der falsch steht in den Schöpfungsgesetzen, wird eben nicht richtig durchkommen. So einfach ist das Ganze. Aber es gibt dann auch noch die rein sachliche Analyse. Und wenn wir uns mit dieser ganzen Geschichte der Corona-Maßnahmen und all dieser Dinge beschäftigen, eins haben wir ja gelernt, das, was am höchsten forciert wird in den Headlines, sind meistens Ablenkungsmanöver von den Dingen, die dahinter laufen. Und denen wollen wir uns heute auch ein wenig widmen. Ja, wir fangen mal an in der Ukraine. Denn was dort sich anbahnt wieder, ist bemerkenswert und zwar nicht im förderlichen Sinne, denn da bahnt sich ein neuer Krieg an. Wir haben in den Quantitäts in den Mainstream-Medien wenig Inhalt darüber zu finden, aber RT Deutsch, das russische Webportal, wie auch Thomas Röper, ein deutscher Journalist, der in Russland lebt, die berichten schon ein bisschen anders als das, was die Mainstreamer tun. Und Thomas Röper hat jetzt in mehreren Berichten, wir haben das hier so ein bisschen mal zusammengenommen inhaltlich, warnt und sagt, in der Ukraine ist die Vorbereitung am Laufen für einen großen Krieg im Donbass und es scheint dort eine Art Diktatur, die natürlich schon längst eingesetzt ist, zu herrschen. Er sagt, da meine letzte Zusammenfassung über die Lage in der Ukraine schon wieder 2 Wochen her ist, ist es höchste Zeit, auf die Entwicklungen jetzt im März einzugehen. Er sagt, aus der Ukraine werden Transporte von schweren Waffen und Panzern an die Front im Donbass gemeldet. Der Beschuss der ukrainischen Armee auch auf zivile Ziele nimmt wieder zu. Die Meldungen der letzten Wochen zeigen, dass Kiew sich vom Minsker Abkommen verabschiedet hat.
und offensichtlich mit Rückendeckung der neuen US-Regierung das Land umkrempelt, indem die letzten regierungskritischen Medien verboten und sogar der Oppositionsführer im Parlament de facto enteignet wurde. Und er sagt weiter, die Meldungen aus den USA, weil die USA scheinen da keine unbedeutende Rolle in diesem Prozess zu spielen, spannend, dass das genau zusammenfällt mit der Amtsübernahme des demokratischen US-Präsidenten Joe Biden und mit der Verabschiedung des früheren US-Präsidenten Donald Trump. Und die Meldungen aus den USA über neue Waffenlieferungen an Kiew, so Röper, lassen nichts Gutes für das Kriegsgebiet im Donbass erwarten. Er sagt, die Frage ist nun, ob Kiew mit dem erwarteten Angriff bis Mai wartet, was ja auch schon in 2 Monaten wäre, oder 6 Wochen, weil dann die Felder nach der Schneeschmelze und dem Frühling getrocknet sind oder ob es schon früher beginnt. Andreas, wir hatten ja schwere Kriegsauseinandersetzungen 2014 um diese Zeit herum und Russland war natürlich immer der Buhmann. Hier wird das jetzt auch wieder so dargestellt, also von den westlichen Medien, nicht von Röper. Wie würdest du das denn einordnen? Warum? Ich meine, man war ja eigentlich froh, dass es da jetzt ruhig geworden war und jeder, der eigentlich wenig über die Mainstream-Medien hinaus sich informiert, fragt sich ja, warum ist es da schon wieder unruhig? Ja, die Quantitätsmedien, die vermeiden es ja wirklich stringent, Zusammenhänge zu vermitteln, sondern geben nur Informationen zu punktuellen Entwicklungen, die man dann nicht zuordnen kann. Das große Problem ist, dass der Zusammenhang nicht verstanden wird. Und wenn man sich Europa ansieht und die Verbindung Europa zu Russland, dann sehen wir der Korridor, der dazwischen liegt, aus Polen und auch aus der Ukraine. Das sind ganz wesentliche Länder, plus Lettland, Estland und Litauen natürlich. Und diese Länder, die natürlich quasi eine Art Schutzwall bieten, ich weiß gar nicht, für wen der Schutzwall ist, wahrscheinlich für die Amerikaner, damit keine Freundschaft zwischen Russland und Europa entsteht, das kann man hier ziemlich deutlich erkennen, das ist die eine Richtung. Dieser Ukraine-Konflikt, den wir haben, der hat natürlich 2 Dinge. Das erste, die Ukraine ist das fruchtbarste Land, dort befindet sich das fruchtbarste Land, das es auf der Erde gibt, die sogenannte Schwarzerde. Schwarzerde ist hochgradig fruchtbar und es war so, dass die Ukraine grundsätzlich vermieden hat, diese Schwarzerde an irgendwelche anderen Länder zu geben oder an irgendwelche privaten Investoren zu vergeben, weil dort für die Menschen schlicht und ergreifend und auch für Russland das Getreide angebaut wurde zum Beispiel. Und wir haben gemerkt natürlich nach dieser Ukraine-Invasion, dass dann plötzlich Unternehmen wie Monsanto dort genmanipulierte Mechanismen einführte, genau auf dieser Schwarzerde durch Umgehung der rechtlichen Situation, dass sie dann eben die Macht über diese Schwarzerde bekamen, zumindest teilweise. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, es geht um das riesengroße Projekt Seidenstraße zwischen China und Europa. China hat sich offenbar zum Ziel gesetzt, Europa komplett mit Waren zu versorgen, was natürlich enorme Konsequenzen auf die gesamte europäische Wirtschaft hat. Und ich habe mich da ja jetzt die ganzen letzten Tage und Wochen mit beschäftigt, ziemlich detailliert. Und wir haben jetzt diese Strecke, die alte Seidenstraße ging ja mehr südlich durch die fernöstlichen Gebiete, Indien, Pakistan und so weiter. Und würden dann irgendwann auslaufen, wenn man die alte Seidenstraße sieht, in Syrien. Und Syrien und Ukraine verbindet etwas, weil Ukraine ein wichtiger Punkt ist, wo die alte Seidenstraße durchgeht. Und dort hat Putin offenbar relativ starken Einfluss auf Syrien. Und aus diesem Grunde wird die neue Seidenstraße mehr durch die russischen Gebiete gezogen. Also Kasachstan, welches ja immer noch unter russischem Einfluss steht, auch wenn sie sich gerne separat sehen, und dann über Russland. Und dann muss man irgendwann durch die Ukraine durch oder durch Polen, wenn man nach Duisburg diese Seidenstraße führen will. Und wir sehen, dass die Amerikaner in den letzten Monaten und Jahren Polen quasi regelrecht vereinnahmt haben, dort starke militärische Stützpunkte errichteten und damit ein Bollwerk gegen den Durchbau der Seidenstraße dort versuchten aufzubauen. Und eine Alternative ist die Ukraine, die dann weiterführt in die Slowakei und von dort aus natürlich jetzt genau dasselbe Problem auftritt. Also letztlich hat USA diesen Kampf
um diese Seidenstraße aus meiner Sicht längst verloren, aber es ist jetzt ein wildes, unkontrolliertes Aufbäumen. Die Älteren unter uns sagen, Seidenstraße ist doch ein uraltes Thema. Was hat denn jetzt kann man das bezeichnen als eine Art neue Seidenstraße? Das ist eine neue Seidenstraße und das ist sehr spannend, dass ausgerechnet diese neue Seidenstraße, also das waren früher mal die Karawanen in der alten Welt, die fuhren dann durch den Süden, durch Asien hin bis nach Byzanz im Norden. Byzanz ist das ehemalige Konstantinopel und das heutige Istanbul. Das ist Byzanz, das war ein Endpunkt und das zweite über einen südlichen Teil von Europa, über Wasserwege nach Marseille, Rom und so weiter. Das heißt, das waren die großen Transportwege von China rüber nach Europa. Und die neue Seidenstraße wird interessanterweise per Bahnstrecke gebaut durch russische Gebiete und da merkt man natürlich auch, welchen Einfluss Russland hat und dass diese Verbindungsqualität von China und Russland eine extreme Rolle spielt. Und das ist natürlich der größte Länderkomplex, übrigens auch der größte militärische Komplex, den die Welt eigentlich hat. Das ist nicht die USA das sind nicht die USA, so ist es richtig. Also das ist schon ein hochspannender Prozess, der hier gerade läuft. Wir haben ja schon einige Male über neue Bündnisse gesprochen zwischen China und Russland. Und man merkt eben auch, dass die westliche Welt, dazu gehörte natürlich auch Donald Trump, und in der EU immer mehr Länder sehr kritisch mit China umgehen, weil es heißt, ja, die unterwandern uns und die schleusen ihre Studenten in die Universitäten ein und sie kaufen die Unternehmen auf. Überall haben sie schon Eigentum in den europäischen Ländern. Das ist die eine Seite, während der russische Präsident Wladimir Putin sich mit dem KP-Führer Chinas ablichten lässt, Hände schütteln, freundlich lächelnd und zeigend, hier ist gerade ein großes Bündnis im Gange. Ja, das ist ja eine ganz brisante Entwicklung, die natürlich in den Westmedien in keiner Form diskutiert werden dürfen, offenbar. Anders ist es nicht erklärbar. Selten, also im Zusammenhang aus meiner Sicht gar nicht. Aber es werden so ein paar Punkte natürlich aufgestellt und wer ein bisschen intelligent mitdenkt und die Historie kennt, der kann damit etwas anfangen und kann dann natürlich auch verknüpfen ein paar Synapsen und die Zusammenhänge dann erkennen. Wenn wir wissen, dass die chinesische Philosophie ist momentan, die gesamten Weltunternehmen aufzukaufen. Mit welchem Geld können sie das machen? Mit dem Geld, welches sie über Jahrzehnte über die Außenhandelsüberschüsse erwirtschaftet haben. Das hat die westliche Welt gar nicht verstanden. Wir hatten immer einen Kampf der spekulativen Staaten gegen die produktiven Staaten. Das heißt USA, Europa, dort fanden die großen Börsenspekulationen statt, die großen Übernahmeschlachten statt und alle waren der Meinung, das sind die modernen Staaten. Stattdessen hat China ganz ruhig und ganz entspannt über Jahrzehnte schlicht und ergreifend produziert, die Fabriken aufgebaut und so weiter und so fort. Das heißt, die sachliche Infrastruktur für die Versorgung der Menschheit dort in China auf sich vereinnahmt. Und jetzt schlägt das Ruder zurück, weil die Chinesen haben permanent das Pendel. Das Pendel schlägt zurück, genauso ist es richtig. Und die Chinesen haben über Jahrzehnte ihre Waren verkauft in den Westen und dafür das Geld bekommen, mit dem sie jetzt den Westen aufkaufen, den sie meinten, dass sie eigentlich ganz weit über ihnen stehen würden, über den Chinesen. Und hier schlägt das Pendel wirklich zurück. Was spannend ist, dass die Chinesen nun über Jahrzehnte vorbereitet haben eine neue Seidenstraße und die findet auf einen Schienenweg statt. Und wenn man sich mit dem Thema Schienen auseinandersetzt, Bahnstrecken, dann glauben die meisten, das ist so eine antiquierte Form. Die meisten Leute denken bei einer Eisenbahn mehr oder weniger an einer Dampflokomotive in Disneyland und haben kaum verstanden, dass das die modernsten Transportmittel sind, die überhaupt nicht ersetzbar wären. Denn wenn wir jetzt eine Schienenstruktur haben von China rüber nach Europa, nach Deutschland zum Beispiel, dann ist das Ziel, dass diese Züge, das sind gigantische Größenordnungen, die mit Zügen transportiert werden können, dass diese Züge in 10 Tagen dann die Waren dort rüberbringen können. Ja, sehr interessant. Und wenn man jetzt dann, wir kommen jetzt wieder in die Ukraine-Meldung von Thomas Röper, von Antispiegel bzw. Medienkritik heißt seine Webseite.
Wenn ihr über diese Vorgänge übrigens mehr wissen wollt, geht auf diese Seite, weil Thomas Röper wirklich einer der wenigen russischsprachigen Journalisten ist, der versucht, ein bisschen Objektivität in das Thema zu bringen. Und wir wollen da jetzt mal weiter schauen. Er hatte nämlich berichtet, wie der ukrainische Präsident Selenskyj nach der Amtseinführung von US-Präsident Biden jetzt im Januar im Eiltempo die Diktatur in der Ukraine ausbaut. Also es scheint, ganz kurze Einschätzung, Andreas, es scheint, als ob man praktisch nur auf das Kommando gewartet hat, um aus den USA Rückenwind zu bekommen. Ja, Selenskyj trat ja damals an als Präsidentschaftskandidat der Ukraine, als würde er das Gegenteil von Poroschenko, seinem Vorgänger, machen, der wiederum eng verbunden ist mit Joe Biden. Und mittlerweile unterscheiden sich die Aussagen von Selenskyj überhaupt nicht mehr mit den Aussagen von Joe Biden. Und wir merken, dass die alte Strategie weitergeführt wird. Ich möchte noch ganz kurz dazu sagen zum Thema Seidenstraße, weil ich werde da jetzt etwas vorbereiten und werde in Kürze dazu auch ein Video dazu machen, dass diese Zusammenhänge im Großen mal klar werden. Folge der Spur der Seidenstraße, wer sich damit beschäftigt, der versteht auch die großen Zusammenhänge in der Politik, die momentan laufen. Ja, man sollte sich ein bisschen um diese Themen kümmern, um die geopolitischen Themen, Versorgungsthemen, denn man spürt es ja, dass die Welt aus den Angeln gehoben wird, dass natürlich immer, wenn alte Systeme zusammenbrechen, längst neue Bündnisse geschmiedet wurden, die sozusagen das System dann auch übernehmen wollen. Und es scheint ziemlich deutlich in diese Richtung zu gehen. Also Röper sagt, dass Selenskyj, der ukrainische Präsident, der ja der Nachfolger von Poroschenko übrigens gewesen ist, Poroschenko war ja auch der Präsident in der Ukraine, der den Umsturz mit begleitet hatte, immer unter Rückenwind der amerikanischen Regierung, der US-Regierung unter Barack Obama. Und Selenskyj hat jetzt in diesen wenigen Wochen zwischen Amtsantritt Bidens und dem heutigen Tag die letzten regierungskritischen Fernsehsender in der Ukraine verboten. Es wurden hunderte kritische Internetseiten gesperrt und sogar der Oppositionsführer im Parlament enteignet, also eine Art Oligarch. Selenskyj nutzt für sein Vorgehen keine Gesetze, sagt Röper. Alles, was er derzeit tut, ist in der Ukraine ungesetzlich. Alle seine Maßnahmen begründet er mit Sanktionen, die der Sicherheitsrat der Ukraine fordert. Sanktionen sind aber in keinem Gesetz vorgesehen. Nach dem Gesetz müssten Gerichte die Entscheidungen treffen, die Selenskyj nun in Form von Dekreten verkündet und umsetzen lässt. Daher ist es nicht übertrieben, von einer Diktatur zu sprechen, zu Röper. Und er sagt, nachdem also jetzt die letzten regierungskritischen Fernsehsender geschlossen waren, haben Journalisten dieser verbotenen Sender noch einmal einen Versuch unternommen, einen neuen unabhängigen Fernsehsender zu gründen. Der wurde bereits nach weniger als einer Stunde Sendebetrieb abgeschaltet, nachdem der Chef des ukrainischen Sicherheitsrates dem Sender ebenfalls Sanktionen angedroht hatte. Und Selenskyj hatte geäußert, dass er dafür kämpfe, dass dieser Sender auch im Internet lebenslang blockiert werde. Also das sind ja wirklich diktatorische, totalitäre Maßnahmen. Ja, das ist eine wirklich ganz klassische Diktatur, die sich da gerade aufbaut. Und wir sehen natürlich auch, mit welcher Kopflosigkeit, habe ich das Gefühl, hier diese Dinge aufgebaut werden. Offenbar sind das ja panikartige Reaktionen oder Agitationen, die da stattfinden. Und die haben natürlich auch einen Grund, weil tatsächlich dieses Land Ukraine ein ganz wichtiges Land ist, was zum Bollwerk gegen Russland gebraucht wird. Wie gesagt, Polen und Ukraine liegen nebeneinander, und wenn wir wissen, dass dort die Eisenbahn dort durchgehen würde und man dort auch die Transporte durchführen würde, dann bringt es natürlich etwas, dieses Ding dicht zu machen, und man kommt nicht mehr dagegen an im Moment. Also die USA haben die Schlacht um die Weltherrschaft im Handel verloren, und das wird ihnen klar. Übrigens, der
ehemalige Präsident Donald Trump war derjenige, der das erkannt hatte und fing dann auch an, von sich aus übrigens mit völligem Recht in seiner Art, auf China zu zeigen und zu sagen, das geht so nicht weiter, und wollte sich aus der Weltpolitik als Weltpolizei zurückziehen und sich wieder den eigenen Angelegenheiten widmen. Das ist der einzige Weg, den man erkennen muss. Rückzug, wenn man merkt, dass man nur noch verlieren kann. Und jetzt ist Joe Biden da, die Kriegsterminologie ist wieder da und jetzt wird wieder das alte System weitergeführt, allerdings ohne Substanz. Und das ist das Problem. Ja, und hier heißt es weiter, der ukrainische Präsident Selenskyj begibt sich jetzt mit all diesen Vorgängen in die volle Abhängigkeit endgültig der USA, denn er hat keine eigene Hausmacht, also das heißt auch Kohle, denn seine Partei und seine Popularität hatte er dem Oligarchen Kolomoyskyj und dessen Geld zu verdanken gehabt, aber diesen Herrn Kolomoyskyj, den hat er jetzt mit Sanktionen belegt. Und Kolomoyskyj war es, der mit seinen Fernsehsendern den Wahlsieg von Selenskyj überhaupt erst möglich gemacht hatte. Aber da dieser Kolomoyskyj ein Rivale von Joe Bidens altem Kumpel Poroschenko ist, hat die neue US-Regierung jetzt, also auch die US-Regierung, gegen Kolomoyskyj Sanktionen verhängt. Und darüber hat sich natürlich Herr Selenskyj gefreut. Und damit sieht man, darf man das noch sagen, der Mohr hat seine Schuldigkeit getan? Nee, also sage ich mal lieber nicht. Ganz ehrlich, muss ja so vorsichtig sein. Derartig. Du bist da ja auch ganz spitzfindig. Ich bin da ganz spitzfindig. Also was wir hier sehen, sind die klassischen diktatorischen Seilschaften, die immer existieren, egal wer gerade als Marionette in dem Titel des Präsidenten dranhängt. Ja, und Thomas Röper sagt, das bedeutet, dass jetzt die Ukraine zwar gerade zu einer Diktatur ausgebaut wird, dass aber Präsident Selenskyj nicht der mächtige Diktator ist, weil er kein Geld hat, sondern nur eine Marionette in den Händen von Poroschenko und Joe Biden. Und offiziell schmiege sich Selenskyj an die USA, im Land treffen aber schon wieder die Leute von Poroschenko die Entscheidungen, die Selenskyj dann in Form von Präsidialdekreten umsetzt. Und Poroschenko, so heißt es, sei wiederum abhängig von Joe Biden, mit dem er früher schon sehr gute Geschäfte gemacht hatte. Wir erinnern uns an einige Ausschnitte des Sohnes von Joe Biden, Hunter Biden, der in der Ukraine mit Energieversorger, Unternehmen fabelhafte Geschäfte gemacht hatte. Ganz im Sinne nicht unbedingt der USA, sondern der Familie. Und jetzt Kriegsvorbereitungen im Osten, heißt es. Ende Februar wurde ein Chemiewerk im Donbass von der ukrainischen Armee mit Granatwerfern beschossen. Die Schäden waren nicht so groß, aber die Verschärfung der Lage passt ins Bild. Denn aus Kiew hört man inzwischen ganz offen, und das ist jetzt wahrscheinlich ein ganz wichtiger Punkt, dass die Ukraine sich nicht mehr an das Abkommen von Minsk gebunden fühlt. In Kiew wurde bereits verkündet, man habe zusammen mit Deutschland und Frankreich einen neuen Friedensplan ausgearbeitet. Vom Minsker Abkommen wird überhaupt nicht mehr gesprochen und gleichzeitig droht man in Kiew, sollte Moskau diesem Plan nicht zustimmen, müsse Kiew sich verteidigen, also im Donbass eine militärische Lösung suchen. Was ist das Abkommen von Minsk? Das ist eine Art Friedensplan für diese Region. Das Dokument war vor 6 Jahren, also nach dem Ukraine-Krieg, unterzeichnet worden und angenommen worden von Kiew, Donetsk und Lugansk unter der Beteiligung Russlands und der OSZE. Und das Normandie-Format, wie das spezielle andere Abkommen heißt, und eine Resolution des UN-Sicherheitsrates haben es gebilligt. Das heißt also, die NGOs, die UNO, der UNO-Sicherheitsrat hat es gebilligt, wodurch es Teil des Völkerrechts und eine alternativlose Grundlage für die Lösung des Konfliktes wurde. Also nur alleine durch das Minsker Abkommen konnte einigermaßen die Region befriedet werden. Also, Andreas, wie würdest du das denn einordnen, wenn man das plötzlich vom Tisch wischt und, wie es hier heißt, Deutschland, Frankreich und die Ukraine eine neue Art Friedensplan geschlossen haben, von dem wir wenig wissen?
Ja, das Ganze erscheint natürlich paradox und ich glaube, das soll es auch irgendwo sein. Denn wir wissen, dass der Präsident Joe Biden sehr große Kontakte zu China hat und offenbar auch mit der Kommunistischen Partei, ich sage mal, sehr familiär ist. Also der kommt gut damit klar, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Und wenn wir jetzt sehen, dass beispielsweise Russland ein großer Kontakt zu China ist und genau Russland jetzt mehr oder weniger angegriffen wird, dann greift man indirekt natürlich auch China an. Und das ist ein Paradoxon. Es könnte sich auch um ein Ablenkungsmanöver handeln und man die Ukraine schlichtweg als Kollateralschaden einkalkuliert, weil ein großer hinterer Plan, nämlich tatsächlich mit China gemeinsam die Weltmacht aufzubauen, man kommt nämlich nicht mehr drum rum. Und wer sich jetzt mit Russland anlegt, legt sich indirekt natürlich auch mit China an, zumindest vordergründig. Es könnte auch zu einem großen Spiel gehören. Ja, es heißt hier nämlich weiter, das erklärt vielleicht noch einiges, also dieses Normandie-Format, was ich gerade erwähnt habe, das sind Verhandlungen gewesen zwischen den Vertretern der Ukraine, Deutschlands, Frankreichs und Russlands. Und während Offizielle jetzt in Kiew von diesem ominösen Friedensplan reden, der neu zustande gekommen ist und den bislang, so sagt Röper, niemand gesehen hat, spricht Leonid Kravtschuk, das ist der Vertreter der Ukraine bei diesen Verhandlungen, bereits von einem großen Krieg. Er erklärt, dass ein großer Konflikt möglich sei, wenn Moskau seinen Appetit nicht zügele, und sagte wörtlich, ich bin davon überzeugt, dass sich die USA an dieser Frage beteiligen sollten, da der Konflikt im Donbass nicht nur eine ukrainische und europäische Frage ist, sondern eine Frage eines möglichen groß angelegten Konflikts. Ja. Und wir sehen hier, wie mit einer großen Gewalt und Getöse hier ein Konflikt aufgebaut wird. Und interessanterweise stelle ich fest, dass sich Wladimir Putin, der Präsident der Russischen Föderation, verdächtig ruhig verhält. Warum, ist die Frage. Ich glaube, weil er längst weiß, dass er in der ganz sicheren Situation ist, nämlich mit den Chinesen gemeinsam in Kooperation zu sein. Und aus diesem Grunde kann er relativ entspannt sein. Was wir haben, ist ein blinder Aktionismus, weil man über Jahrzehnte vernachlässigt hat, die eigentliche Gefahr, die von dieser Seidenstraße ausgehen könnte, auch wenn ich mich da jetzt dran festbeiße an diesem Thema. Naja, es könnte schon alles wirklich, also wir spekulieren hier natürlich auch, wir thematisieren etwas im Vorfeld dessen, was die Mainstream-Medien wahrscheinlich in einigen Wochen in einer relativ monotonen Weise lostreten werden, nämlich, dass der böse Russe wieder der Ukraine den Krieg erklärt. Dafür hat aber Röper die Dinge für uns alle hier auch recherchiert, damit wir ein bisschen tiefer das Licht hineinleuchten in die ganze Situation und im Vorfeld einer flächendeckenden Berichterstattung schon mal ein paar Informationen mehr haben, die wir dort nicht finden werden. Und ich weiß ja, wie es mir selber geht. Ich bin hier über diese Meldungen gestolpert, habe mich da reingelesen, habe dann so ein bisschen bilateral andere Informationen dazugezogen, die hier auch eingeflossen sind. Und stelle fest, wir wissen eigentlich so gut wie nichts über dieses Thema, was aber in Kürze ähnlich bedrohlich werden könnte, wie es 2014 war, wenn nicht sogar bedrohlicher, weil man jetzt einen Schritt weiter ist mit seinen Vorhaben. Und Röper sagt, offenbar möchte man den Donbass zum Ausgangspunkt eines Krieges der NATO gegen Russland machen. Wir wissen ja, die NATO hat sich an wenig Abkommen gehalten. Es gab ja, wie hieß dieses Ding nach der Beendigung des Kalten Krieges? Was meinst du? Dieses Abkommen, dass die NATO Russland nicht näher kommen darf. Es gab irgend so eine Art Stillstandsabkommen, es kommt mir vielleicht gleich nochmal in den Sinn, wie das genau heißt, dafür gab es einen Namen. Und da hatte Gorbatschow, der damalige russische Präsident oder der sowjetische, nee, der war schon russischer Präsident, der hatte ja Verhandlungen mit der NATO geführt und dieses Abkommen, dass die NATO auch die Osterweiterung nicht weiter Richtung Russland durchführt, das war mündlich besprochen worden und
galt sozusagen von Mann zu Mann und dagegen ist natürlich in den letzten Jahren extremst verstoßen worden, denn überall werden ja Raketen stationiert, der NATO, in Polen vor allem, in den baltischen Staaten Richtung Russland, was Russland natürlich so allmählich aus der Reserve lockt. Ja, das kann man natürlich als Naivität von Gorbatschow werten, wenn er das so gemacht hat, nämlich auf mündliche Absprache. Allerdings kann man es auch anders sehen, denn selbst wenn es schriftliche Absprachen gegeben hätten, wir wissen eines, der hanseatische Handschlag, den wir kennen im Unternehmertum beispielsweise, dass ein Vertrag geschlossen wird durch einen Handschlag und dann auch unumstößlich ist, das haben wir in der westlichen Wertegemeinschaft erkannt, dass das nicht der Fall ist. Und selbst wenn man Verträge schließt bis zum geht nicht mehr, werden sie im Rahmen eines Opportunismus jederzeit gebrochen, wenn man Lust dazu hat und wenn es irgendwie nicht passt ins Thema. Denn zuverlässig ist der Westen nicht gewesen in den vergangenen Jahrzehnten. Ja, in einer Pressemeldung der ukrainischen Regierung über entsprechende Gespräche mit der NATO jetzt ganz aktuell heißt es, die Seiten haben die strategischen Vektoren der Integration der Ukraine in die NATO im militärischen Bereich erörtert, insbesondere im Rahmen des Enhanced Opportunities Partnership. Olga Stefanishina betonte, dass die Ukraine alles in ihrer Macht Stehende tut, um ihren Status optimal, maximal zu nutzen. Kürzlich hat der Präsident der Ukraine dem NATO-Generalsekretär in einem Brief einen entsprechenden Fahrplan vorgestellt. Olga Stefanishina ist die Vizepremierministerin der Ukraine und die hatte gefordert, die Ukraine müsse Positionen im NATO-Stab bekommen. Also das heißt, man ist darauf aus, dass auch die Ukraine in die NATO, wahrscheinlich irgendwann auch in die EU mit eingezogen wird. Ja, das könnte das Ziel natürlich sein, um das Bollwerk gegen Russland zu komplettieren. Wir müssen natürlich wissen, dass wir das nur machen können, tatsächlich mit entsprechenden diktatorischen Strukturen. Denn wenn wir wissen, dass ein großer Teil der Ukraine russisch geprägt ist, dass man dort russisch spricht und auch die russische Mentalität dort leben möchte, dann wird es natürlich schwierig, die Menschen davon zu überzeugen. Und wenn Russland die zweite Sprache in der Ukraine jetzt auch ersetzt werden soll durch Englisch beispielsweise, das sind ja alles die Mechanismen, die momentan laufen, dann wissen wir haben es quasi mit einer amerikanischen Übernahme der Ukraine zu tun und mit einer ukrainischen Revolution des Volkes gegen Diktatoren hat das Ganze erst einmal wenig zu tun. Ich möchte hier vielleicht noch abschließen. Wie hat denn der Kreml, wie hat Moskau darauf reagiert? Kühl. Also es heißt hier, es gibt keine Pläne für Telefongespräche zwischen Präsident Putin und dem ukrainischen Präsidenten Zelensky. Auch Initiativen für ein Treffen hat es aus Kiew nicht gegeben. Und jetzt wird überall verbreitet, sagt Thomas Röper, es liege ein neuer Plan zur Regulierung des Konflikts im Donbass auf dem Tisch. Niemand hat den Plan gesehen, aber Kiews Sonderbeauftragter Herr Kravtschuk, Ex-Präsident, sagt zu diesem Thema, also er droht bereits dem Kreml und beschwört, wenn Moskau den neuen Plan von Kiew nicht annehme, habe die Ukraine keine andere Wahl, als sich zu verteidigen. Und Röper sagt, es ist wichtig zu verstehen, dass es um militärische Verteidigung geht. Und da in Kiew, wie bei George Orwell, alles andersherum ist, Frieden ist Krieg, Freiheit ist Sklaverei und Unwissenheit ist Macht, muss man Kravtschuks Verteidigung als militärischen Angriff verstehen. Und alle Anzeichen eines bevorstehenden Krieges seien bereits offensichtbar, im Donbass zum Beispiel, im Verantwortungsbereich der ukrainischen Streitkräfte sind ausländische Ausbilder angekommen. Ein Offizier des Pressedienstes des Verteidigungsministeriums, Ivan Filipponenko, sagt, nach unseren Informationen ist eine Gruppe ausländischer Militärangehöriger im Verantwortungsbereich der 80. Brigade im Gebiet des Dorfes Gevka angekommen. Die Hauptaufgabe der Ausländer ist es, Scharfschützen der ukrainischen Streitkräfte auszubilden, um Provokationen durchzuführen, die vom ukrainischen Kommando für das
das Frühjahr dieses Jahres geplant wurden. Bei den Ausländern, erklärt Röper, handelt es sich um Litauer und Polen. Während der aktiven Schlachten von 2014 und 15 haben sie auf der Seite der ukrainischen Streitkräfte gekämpft. Jetzt wieder. Es ist klar, dass Moskau all das sieht und zur Beruhigung aufruft. Die Außenministeriumssprecherin Maria Sacharowa sagte, wir möchten das Kiewer Regime, die Hitzköpfe, die ihm dienen oder es manipulieren, vor einer weiteren Eskalation und versuchen, ein gewalttätiges Szenario im Donbass umzusetzen, warnen. Ja. Und ich stimme da Thomas Röper vollumfänglich zu. Seine Einschätzung und Analyse sehe ich als richtig an. Das Entscheidende ist für mich immer noch die Ruhe, mit der Wladimir Putin an die ganze Geschichte herangeht. Er fühlt sich offenbar ziemlich sicher, weil er es offenbar auch ist. Und dieser wilde Aktionismus, der hier stattfindet, auf der, ich sage mal, in den neuen Gebieten, die die NATO ja mehr oder weniger annektiert hat, gewissermaßen ohne Annexion im Sinne einer staatlichen Umstrukturierung, aber Litauen, Estland und so weiter, das sind russisch geprägte Gebiete und die Mentalität der Menschen wird wahrscheinlich auch an bestimmten Stellen von den Amerikanern unterschätzt. Ja, und die sind ja vor wenigen Jahren dann alle in die EU eingemeindet worden und zum Teil haben sie sogar den Euro. Das heißt also, sie gehören zur westlichen Welt seit neuestem. Theoretisch ja, aber sie werden natürlich irgendwann sagen, das war ein Fehler. Weil wenn sie nämlich merken, dass die Verschuldungen, die sie bei der EU und durch diese gesamten Strukturen dieser Nichtregierungsorganisation EU, das ist ja eine Lobbyvereinigung, die EU, die dort entstanden ist, nicht die Europäer gesamt, sondern die EU als Institution, dann werden sie feststellen, dass sie in diese Schuldenspirale kommen und sich wieder zurücksehnen nach einem, ich sage mal, sklavenfreien Leben, wo man nicht von den Schulden so geprägt ist. Das heißt, also es wird schwierig für die US-Amerikaner in ihren Expansionskriegszügen, die sie durchgeführt hat über viele Jahrzehnte, diese ganzen vermeintlich annektierten Gebiete tatsächlich auch auf Dauer zu halten, weil der Widerstand der Menschen auch irgendwann größer wird. Man kann mit der US-amerikanischen Mentalität nicht die gesamte Welt beherrschen. Das geht einfach nicht. Es gibt nämlich noch Völker, die sagen nein. Ja, es war ja auch ein paar Jahre jetzt ruhiger um diese Weltpolizei-Attitüden, die nicht nur Attitüden sind, Einsätze. Und das haben wir jetzt halt wieder. Die Bild-Zeitung berichtet übrigens über den Medienkrieg zwischen Russland und Deutschland. Also Deutschland verhält sich da auch sehr eindeutig, nämlich russlandfeindlich. Denn RT Deutsch, das ist ja das war früher Russia Today, jetzt heißt es nur RT, heißt aber Russia Today natürlich. RT Deutsch hat schwere Einschränkungen für sein Medium in Deutschland beklagt, weil nämlich die Bankkonten, also das hatten wir letzte Woche schon mal besprochen, die Bankkonten gekündigt werden, beziehungsweise sie bekommen bei so gut wie keiner Bank eine Bankverbindung aufgebaut. Also Russland kritisiert, dass die bisherige Geschäftsbank von RT zum Ende des Monats Mai das Konto schließen werde. Dutzende deutsche und internationale Banken hätten eine Zusammenarbeit mit RT ebenfalls abgelehnt. Das hat die Außenministeriumssprecherin Maria Sacharowa gesagt. Und RT gehört ja zum russischen Staatskonzern Rossiya Segodnia, also Russland heute. Wir wissen, dass auch die Medien umstrukturiert worden waren. Ich glaube, es war 2015. Und die Bild-Zeitung schreibt also, dass die Frau Sacharowa Berlin mit vollem Ernst dazu aufgerufen habe, ein normales Funktionieren von RT in Deutschland zu gewähren, weil die wollen auch sich erweitern in Deutschland. Und sie beklagte eben, dass die Banken auf deutschen Behördendruck die Eröffnung eines Geschäftskontos für RT ablehnen würden. Natürlich heißt es jetzt hier bei Bild, dass bei Russia Today Verschwörungstheorien und Desinformationen verbreitet würden und dass RT das Propaganda-Instrument des Kremls sei. Also man kann das ja auch sagen, das gehört ja auch zu den russischen Staatsmedien, aber ich frage mich immer,
öfter, worin der Unterschied liegt zwischen einer hunderte Millionen Unterstützung von Seiten der deutschen Bundesregierung für die deutschen sogenannten Qualitätsmedien, weil die fast alle pleite sind und das schon seit Jahren, weil ihnen nämlich die Leser und auch Zuschauer in Scharen davongelaufen sind, weil sie die Nase voll haben von Verschwörungstheorien und von manipulativen, einseitigen Berichten. Also was ist der Unterschied zwischen diesen vom Staat in Deutschland geförderten und unterstützten Medien und russischen Staatsmedien? Ja, da gibt es keinen Unterschied und ich wüsste auch nicht, warum es verboten sein soll, Verschwörungstheorien zu verbreiten. Man kann sie dann ja widerlegen und diskutieren. Übrigens, wenn es verboten wäre, Verschwörungstheorien zu verbreiten, dann müssten aus meiner Sicht alle Mainstream-Unternehmen, sowohl die russischen als auch die westlichen, komplett zumachen. Weil hier natürlich letztendlich immer eine perspektivische Betrachtungsweise stattfindet. Und die kann man immer von dem jeweils anderen als Verschwörungstheorie bezeichnen. Also es ist ja absurd. Ich bin der Meinung, wir brauchen einen ordentlichen Austausch von verschiedenen Perspektiven und Meinungen. Dann kann man sie diskutieren. Aber in Diktaturen, und das ist diktatorisch, wenn Deutschland den RT Deutsch eben das verweigert durch Druck der entsprechenden Behörden auf zum Beispiel Banken, dann ist das eine ganz klare diktatorische Maßnahme gegen freie Meinungsäußerung. Ist doch relativ einfach zu bewerten. Wir wollen hier auch gar nicht sagen, dass Russland alles richtig macht. Also wir versuchen hier, bitte das nicht falsch verstehen, jetzt nicht zu sagen, also es gibt nur einen guten und einen schlechten. Natürlich ist klar, dass in Russland auch nicht alles richtig läuft. Und natürlich wissen wir auch dort von Propaganda und Manipulationen. Aber da wir diese Meldungen, die auch Röper uns immer wieder liefert, im Mainstream halt nicht finden, müssen wir eben diese andere Seite beleuchten und darstellen. Ja, was du sagst, Andreas, wir brauchen gerechte, freie Medien in der neuen Zeit vielleicht? Ja, wir brauchen natürlich im Moment noch die Propaganda in diesem System, weil wir sie haben, weil jeder seine Meinungen vertreten sollte. Ich wünschte, man bräuchte sie nicht, aber wer will denn entscheiden, was Propaganda ist und was nicht? Und wenn wir tatsächlich, und das sagte ich auch, die russische Propaganda sehen, die natürlich auch da ist, gar keine Frage, wenn wir das alles verhindern wollten, dann müssten wir quasi die gesamte Medienlandschaft verhindern. Und das geht eben halt nicht. Noch sind wir im alten Weg und die neue Situation wird sich mit Sicherheit ganz anders bewegen. Ja, und Thomas Röper von Medienkritik hat noch einen anderen Artikel veröffentlicht, ganz kurz nur. Er sagt, es ist eine ganz kleine Meldung in der Washington Post, also Mainstream, aber sie hat Sprengstoff und wahrscheinlich wird in Deutschland darüber wieder nicht berichtet, denn sie bestätigt, dass die US-Medien dem ehemaligen Präsidenten Trump frei erfundene Zitate in den Mund gelegt haben. Und zwar geht es um diesen sogenannten Sturm auf das Kapitol. Und in diesem Zusammenhang hat man das gemacht, was ja schließlich auch die Grundlage eines Impeachment-Verfahrens gegen Trump geworden ist, wo man ihn also in die Ecke drängen wollte, dass er handlungsunfähig wird für alle Zeiten und auch, wenn sie damit erfolgreich gewesen wären, nie wieder irgendein politisches Amt, geschweige denn das Präsidialamt, hätte einnehmen können. Das ist dann gescheitert, dieses Impeachment-Verfahren. Und was hat die Washington Post geschrieben? Also erstmal nochmal anders angefangen. Am 9. Januar hatten die Demokraten ja angekündigt, das Impeachment-Verfahren, Amtsenthebungsverfahren zu starten. Und wie der Zufall es wollte, war das eben auch der Tag, an dem die Washington Post das frei erfundene Trump-Zitat veröffentlicht hatte. Und die deutschen Medien hatten die Geschichte, dass Trump die Wahl habe beeinflussen wollen, aufgegriffen, fleißig verbreitet. Röper nennt hier den Spiegel, das ist übrigens sein Lieblingsnachrichtenmagazin, das er oft aufs Korn nimmt. Geht ihm ähnlich wie dir, ne? Ja, also ich bin ja nun auch ein ganz großer Spiegel-Fan, aber am liebsten, wenn ich dir direkt vorstehe und mich dann selbst betrachte. Es war klar, dass er das wieder, ja, ist ja egal jetzt. Der Spiegel also hatte zum Beispiel berichtet, die Überschrift, laut Medienbericht, Trump soll ein weiteres Mal versucht haben, Wahlausgang zu beeinflussen. Und dann haben sie geschrieben, schon Ende Dezember soll US-Präsident Donald Trump im Bundesstaat Georgia angerufen und einen leitenden Beamten unter Druck gesetzt haben. Da erinnern wir uns alle. Das hatte nämlich die Washington Post berichtet.
Und das war, wie schon einige damals vermutet hatten, dreist gelogen. Wer damals aber die Medien der Lüge bezichtigt hat, der wurde seinerseits medial als Verschwörungstheoretiker angegriffen. Und nun zeigt sich, dass diese damaligen Verschwörungstheoretiker wieder einmal recht hatten. Denn am 16. März, das war gestern, hat die Washington Post in einem sehr kurzen Artikel eingestanden, dass das alles frei erfunden war. Die Meldung wurde damals in großen Überschriften verbreitet und heizte den Skandal um Trump an. Die heutige Richtigstellung ist hingegen so kurz, dass Thomas Röper sie komplett übersetzt hat und die lautet so. Von der Washington Post, ne? In einer Geschichte vom 9. Januar 2021 über ein Telefonat zwischen dem damaligen Präsidenten Donald Trump und einem führenden Wahlermittler in Georgia berichtete The Associated Press, also eine große Nachrichtenagentur, basierend auf Informationen einer Quelle, fälschlicherweise, dass Trump den Ermittler gedrängt habe, den Betrug zu finden und gesagt habe, dass er den Ermittler zu einem Nationalhelden machen würde. Eine Aufzeichnung des Anrufs, die 2 Monate später veröffentlicht wurde, ergab, dass Trump weder das eine noch das andere gesagt hat, sondern stattdessen sagte, dass der Ermittler, wenn er sich Fulton County anschaue, Dinge finden würde, die unglaublich sein werde. Trump sagte dem Ermittler auch, wenn die richtige Antwort herauskommt, werden sie gelobt. Das war das Originalzitat der Washington Post. Tja, und wir sehen hier einen handfesten Skandal, wie er nicht schlimmer sein kann, aber wir sind es ja mittlerweile gewohnt. Das Entscheidende ist, man setzt hier von Seiten der westlichen Presse darauf, dass die Menschen träge sind und sagen, was interessiert mich das, was im letzten Jahr gewesen ist? So schnelllebig ist unsere Zeit, so mittlerweile abgestumpft sind die Menschen heute und so, dass man solch großartige Skandale, also in der Art groß, heute gar nicht mehr veröffentlichen muss und selbst wenn die Welt oder sonstige Dinge das nicht veröffentlichen, die Süddeutsche, der Spiegel, das sind ja wirklich wichtige Dinge, die auch darauf hinweisen, dass Wahlmanipulationen gelaufen sind. Das sind ja klare Indizien, die das Bild von Donald Trump, was er in dem Jahr des Wahlkampfes immer wieder von sich gegeben hat, was ihn voll bestätigen. Nichts dergleichen passiert. Das ist die erbärmliche Zeit, Endzeit halt. Ja, es war, also wenn man jetzt richtig verschwörerisch drauf wäre, dann würde man sagen, das war ja die Grundlage, eine der Hauptgrundlagen für dieses Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Trump. Warum also haben alle westlichen Medien das berichtet? Könnte es eventuell ein Vorsatz gewesen sein, dieses ganze Affentheater hochzuziehen, damit die Welt empört ist und sagt, ja, also das geht gar nicht, dass der versucht hat, so einen großen Einfluss zu nehmen. Es ist jetzt nur eine Spekulation. Und Donald Trump hat sich dazu geäußert, dass die Washington Post ihren Irrtum eingestanden hat, aber er hatte hinzugefügt, sie werden feststellen, dass die Fehler der Medien, ihre Auslassungen, ihre Lügen, immer nur in eine Richtung gehen, gegen mich und gegen die Republikaner. Diese jüngste Medientravestie, so hat er es benannt, unterstreicht, dass die alten Medien als politische Akteure betrachtet werden sollten, nicht als journalistische Unternehmen. Da fällt mir der Fall der österreichischen Regierung 2019 ein, ausgelöst durch sehr lückenhafte Berichterstattungen, Auswertungen eines 7-Stunden-Protokolls bei Ibiza Gate, wo H.C. Strache von der FPÖ hochgenommen wurde und wo man heute, wo es laufen ja auch Verfahren, da kann man gespannt sein, da wird ja auch, sind ja jetzt Leute ausgeliefert worden, die auch dazu interviewt werden. Am Ende kommt etwas Ähnliches heraus wie jetzt hier, aber ja, 2019 ist diese Regierung in Österreich passé gewesen. Also spannend ist, dass man bösartige Lügen im Nachhinein etikettiert als Irrtum. Und wenn es heißt, zum Beispiel in der Washington Post, dass hier tatsächlich erfundene Zitate genutzt werden, dann kann man keine Fahrlässigkeit mehr erkennen, sondern das ist Vorsatz. Erfinden ist ja ein vorsätzlicher Vorgang an sich. Das Ganze mit dem Begriff Irrtum zu bezeichnen, ist an sich schon ein Skandal, denn es handelt sich hier um eine bösartige Manipulation und um schlichte Lügen. Aber den Begriff Lüge darf man nicht nennen, weil er wahrscheinlich politisch nicht korrekt ist, wenn er in
Richtung Medien oder in Richtung Politik geht und aus diesem Grunde vermeidet. Also es ist alles ganz offen, was hier abläuft. Donald Trump hat übrigens, da habe ich gerade drüber hinweggelesen, aber es ist mir gerade noch aufgefallen, der hat einen sehr schönen neuen Begriff geprägt, die alten Medien. Die alten Medien, ja, wir sind ja nun im Umbruch. Die neuen Medien, wir gehören offensichtlich auch dazu, auch nur im kleinen Rahmen. Wozu? Zu den neuen Medien, zu denjenigen, die es eben halt anders machen. Wir versuchen, so objektiv wie möglich zu sein. Niemand kann ja von sich behaupten, objektiv zu sein. Aber man kann das Ziel haben, so objektiv wie möglich zu berichten. Und die alten Medien machen das nicht. Deshalb sind ja auch die Leute am Weglaufen und sagen, ich habe keine Lust mehr und ich abonniere keinen Spiegel und ich abonniere diese ganzen Zeitungen nicht mehr. Ja, ist die Einstellung und Entscheidung eines jeden einzelnen Menschen selbst. Wir wollen hier gar keinen Einfluss nehmen, sondern wir berichten nur, was wir zu berichten haben. Ich möchte diesen Satz, ich habe den ein bisschen gekürzt, ich werde den auch nachher nochmal einstellen, einfach so, weil er nämlich aus meiner Sicht wirklich weise in die Zukunft zeigt. Donald Trump, die alten Medien sollten als politische Akteure betrachtet werden, nicht als journalistische Unternehmen. Wunderbar formuliert, ja. Und wir werden zu diesem Thema wahrscheinlich sehr, sehr wenig in den Mainstream-Medien erfahren, denn das hat offenbar keiner vor, dass so etwas publik wird. Egal. Andreas, wir kommen zu einem anderen Thema, und zwar Lieferketten. Wir haben einige Zuschriften wieder bekommen von Menschen, die mit den Lieferketten direkt und indirekt zu tun haben. Ich spreche jetzt nicht von Verbrauchern, die sagen, hier habe ich ein leeres Regal gesehen. Das gibt es in der letzten Zeit einfach öfter. Manchmal werden die auch wieder befüllt. Noch ist da, glaube ich, nicht das große Manko zu sehen, aber ich möchte mal eine Leserzuschrift vorlesen. Zu den Lieferengpässen kann ich Ihnen auch etwas berichten. Mein Vater hat ein kleines Fahrradgeschäft und verkauft nebenher noch Gartengeräte, vom Rasentrimmer bis zum Rasentraktor, Motorsägen und Mopeds. Für diese bietet er auch Wartung und Reparatur an. Wegen drohender Lieferengpässe wollte ich für meine eigene Motorsäge 5 neue Ketten bei ihm kaufen. Doch da kam ich schon zu spät, nicht mehr lieferbar. Im Bereich E-Bike hat er immense Probleme. Eine Dame hat im März 2020, also vor einem Jahr, ein E-Bike bestellt. Bis heute wurde es nicht geliefert. Auf Nachfrage bekommt er nur zu hören, warten Sie auf Ihre Zuteilung. Wann es kommt, ist nicht in Sicht. Auch andere Fahrradbestellungen für Elektrofahrräder kann er nicht bedienen oder annehmen. Es ist alles auf lange Sicht ausverkauft und nicht lieferbar. E-Bikes benötigen verstärkte Fahrradketten, schon seit einiger Zeit nicht lieferbar. Alle Preise, auch für Ersatzteile, sind um ca. 50% gestiegen und die Lieferzeiten, so denn überhaupt zu haben, sind wesentlich länger. Jeder sollte, so schreibt der Leser hier, gut überdenken, welche Ersatzteile und Werkzeuge man für den eigenen Bedarf in Zukunft noch so benötigt. Ja, das wäre auch meine Empfehlung dazu, gerade in Sachen von Fahrrädern. Ich persönlich bin noch jemand, der den Begriff Fahrrad bevorzugt und nicht das Bike. Und das E-Bike hat sich mir eh nicht erschlossen, denn das Fahrrad, das zeigt sich ja dadurch oder zeichnet sich dadurch aus, dass man eben halt ohne Hilfsmittel, nämlich rein mit seiner Muskelkraft sich überproportional schnell fortbewegen kann. Das ist das, was das Fahrrad ausmacht. Und ich kann nur empfehlen, wenn ihr irgendwo alte Fahrräder kaufen könnt oder sowas, dann macht das. Legt euch lieber die normalen Ketten an die Seite, die könnt ihr brauchen. Ja, die Stahlzulieferung ist tatsächlich nicht mehr da. Das ist schwierig geworden mittlerweile. Und wenn man weiß, dass gerade batteriebetriebene Aggregate natürlich vom chinesischen Markt weitgehend abhängen, weil nämlich die gesamten Rohstoffe für den Batterienbau und sich mittlerweile in chinesischer Hand befinden und auch die Fabriken von Batterien sich in chinesischer Hand befinden und dadurch eine Abhängigkeit entsteht, halte ich es für sehr wichtig, sich möglichst unabhängig von Energiequellen wie Strom und Öl und Gas zu machen. Und da bietet sich ein Fahrrad natürlich an. Wir sehen, dass es sich entwickelt und diese ganzen Transportwege, weil das sind ja nicht nur Aggregate, die von A nach B, sondern es ist ja ein ständiges Hin- und Herpendeln, bis dann irgendwann ein Aggregat entsteht, was dann wiederum als Zubehör in ein großes Endprodukt eingebaut wird. Das Ganze fällt uns jetzt auf die Füße.
Ja, und eine andere Zuschrift hier über Lieferengpässe, da heißt es, guten Tag nach Kanada, ihr beiden Lichtwesen, meint dich bestimmt. Wahrscheinlich. Wenn ich dich so anschaue, sehr licht. Ehrlich, findest du? Naja. Okay, also er schreibt, Späßchen muss sein, Schatz. Wie durch euch angekündigt, heute früh bekam ich von meinem Baustofflieferanten diese Nachricht gesendet. Gut, dass wir hier die letzten Jahre so gut vorsorgen konnten. Und dann schickt er diese Meldung, Entwicklung der Marktpreise und Lieferengpässe 2021, geschickt übrigens von einem Unternehmen, das Holz und so weiter liefert. Ich möchte jetzt den Namen hier gar nicht sagen. Es heißt hier, die Situation, also wir haben den Originalbrief vorliegen. Die Situation auf dem Rohstoffmarkt ist nach wie vor sehr angespannt, so der Holzstofflieferant. Es herrscht Rohstoffknappheit, womit teilweise Lieferengpässe einhergehen. Dies führt zu deutlichen Rohstoffpreiserhöhungen, die zum Teil zu drastischen Preisanstiegen führen. Folgende Warengruppen sind davon betroffen, also Holz in Klammern KVH, BSH, Bauholz, Latten, OSB und so weiter. Kannst du was mit den Abkürzungen anfangen? Ja, relativ, aber nicht genau wirklich. Das sind alles entsprechende Gruppierungen von Holzarten. Dann Bitumenbahnen, dann Steg, Wellplatten und Formteile, PIR und PUR-Dämmung und Stahlprodukte. Weiter heißt es in diesem Anschreiben, wir stehen mit unseren Lieferanten im täglichen engen Kontakt und werden sie weiterhin über Verfügbarkeiten, eventuelle Lieferverzögerungen und Preisänderungen informieren. Alle bisher ausgehändigten Angebote sowie Sonderpreise verlieren ihre Gültigkeit. Erfragen Sie gern Ihre individuellen und aktuellen Preise bei Ihrem Ansprechpartner in den jeweiligen Standorten. Andreas, wir bilden das deswegen ab, um zu zeigen, es geht nicht nur um Lieferengpässe bei Lebensmitteln, die schon im Anmarsch sind und auch kommen werden und ja zum Teil auch schon da sind, sondern eigentlich in allen anderen Bereichen. Das ist ja auch Schuld, die erhöhten Frachtraten von Schiffen, die erhöhte Wartezeit, bis die Schiffe ankommen und so weiter. Es gibt ja so vieles, wo jetzt der Wurm drin ist. Ja, und deshalb ist es so wichtig, wie das, was wir schon seit einem Jahr sagen, und täglich grüßt das Murmeltierartig mittlerweile. Und manchmal kann man es schon selbst gar nicht mehr hören. Aber es ist so wichtig, sich auch genau jetzt vorzubereiten. Wer zum Beispiel vorhat, sich irgendwann ein Gewächshaus zu kaufen, der sollte sehen, dass er das so schnell wie möglich umsetzt. Es wird nämlich irgendwann nichts mehr geben zu diesen ganzen Dingen. Das heißt, man muss sich jetzt genau überlegen, wenn man Investitionen fahren will, ob man sich jetzt wirklich ein neues Auto kauft, wo man nicht weiß, in welche Technik man überhaupt investieren soll. Denn ich bezweifle, dass der Verbrennungsmotor als auch der batteriebetriebene Motor der Elektromobilität, dass das Zukunft haben wird, sondern es werden ganz neue Techniken wie Wasserstoff und so weiter sein. Dass man da erstmal den Ball flach hält und versucht, mit seinem alten Karren so weit zu kommen, wie es noch irgend geht, und stattdessen lieber auf die Eigenversorgung baut und dann zum Beispiel sich auch Holz, Materialien an die Seite legt, Nägel an die Seite legt, Schrauben an die Seite legt, Werkzeuge an die Seite legt, Schraubenschlüssel, Schraubendreher und all diese Dinge, möglichst nicht elektrisch, die man noch von Hand drehen kann. Das sind wirklich die wichtigen Dinge, die jetzt anliegen. Es könnte bald nicht mehr einfach sein, die Dinge noch zu halbwegs erschwinglichen Preisen zu bekommen. Es war ja eigentlich letztes Jahr schon alles im Ansatz erkennbar. Weißt du noch, als wir losgefahren sind, ich habe gesagt, ich möchte mir jetzt unbedingt noch eine gute, stabile Nähmaschine kaufen. Und da habe ich auch so Garne und Nadeln, auch Stricknadeln und Wolle und solche Dinge mir zugelegt, einfach mal hier hingepackt, nicht wissend, was kommen könnte. Und ich erzähle das jetzt mal, was ich als kleines Kind für eine Sichtung mal hatte. Ich kann mich noch genau erinnern, ich hatte gerade Fahrradfahren gelernt und saß auf einem Bordstein und schaute mein neues Fahrrad an. Das war rot und blitzte und blinkte in der Sonne, war wunderschön. Ich glaube, das war Größe, keine Ahnung, 24 oder so. Und dann hatte ich plötzlich so einen Gedanken, und da wurde ich aufgefordert, mir zum Beispiel die Übersetzung der Fahrradkette mit diesen verschiedenen großen Zahnrädern genau anzuschauen. Wobei, also um ehrlich zu sein, ich ein
absolut technisches Wrack bin. Ich bin wirklich, mir fehlt jegliches Verständnis dafür und das war auch damals schon so. Und ich schaute mir das an und wurde mehr oder weniger aufgefordert, sieh dir das genau an und merk dir die Anordnung dieser Zahnräder, weil irgendwann wird es das nicht mehr geben. Und das war so eins der Erlebnisse in meiner Kindheit, das sich bei mir fest eingebrannt hat. Ich wusste eigentlich überhaupt nicht, warum. Und letztes Jahr ging das so langsam los, als man feststellte, dass viele Unternehmen jetzt pleite gehen werden und auch alte Ingenieurskunst, altes Know-how, Wissen, das sich über Jahrzehnte und Jahrhunderte manifestiert hatte, dass das möglicherweise eines Tages nur noch schwer zu finden ist. Denn ich frage mich, wenn es zum Beispiel Unternehmen gibt, die irgendwelche Gerätschaften herstellen, auch Maschinen, auch Motoren und diese Unternehmen in der westlichen Welt, die diese Konzepte auch entwickelt haben und diese Patente, wenn es die plötzlich nicht mehr gibt, heißt das dann, Andreas, dass dieses Wissen irgendwann wieder verschwunden ist und wir wieder Richtung Neandertaler marschieren? Oder bedeutet es, dass China das inzwischen alles hat? Naja, ich denke, gerade diese tatsächlichen sachlichen materiellen Strukturen, die technischen Dinge, die sind schon stark in chinesischer Hand. Aber ich habe gerade ein gewisses Déjà-vu, als du von deinem Fahrrad gesprochen hast, mal ganz kurz an meine Generation, die sich vielleicht noch daran erinnern können. Ich hatte auch so ein 24er Fahrrad, wie du gerade sagtest, nachdem die Bonanza-Zeit vorbei war. Es gab ja auch noch Bonanza-Fahrräder und dann hatte ich so ein blaues 24er-Rad, da habe ich mir dann noch Igelgriffe dran montiert. Kennst du noch die Igelgriffe, die man damals hatte? Die waren so aus einem weichen Gummi, ja. Und Rückspiegel. Die haben die Handfläche massiert. Genau, die haben die Handfläche massiert und dann gab es noch Rückspiegel dran. Das sah aus wie eine Harley für die damaligen Verhältnisse mit Rückspiegeln und dann hatte ich noch so Spiralabdeckungen für die Bautenzüge. Die waren so rot-weiß oder blau-weiß. Die konnte man dann auch so rumziehen. Da sah das Ding richtig cool aus. Also, lange Rede, kurzer Sinn, das ist gerade ein Déjà-vu und ein Traum von mir von früher noch, den ich hatte. Man hatte ja noch eine Beziehung zu seinem Fahrrad, richtig? Aber ich glaube auch wirklich, die neue Technik, die alte Technik vielmehr, die liegt nach wie vor noch vor mit den Zahnrädern, mit den Übersetzungen und ich glaube, das wird auch tatsächlich ein Großteil der Zukunft sein. Was ich nur empfehlen kann, ist, die alten, ganz einfachen Fahrräder, die man damals hatte, vielleicht sogar ohne Gangschaltung, je mehr Technik, desto mehr kann kaputt gehen. Das halte ich für die Zukunft sehr wichtig und da sollte man sich ruhig schon ein bisschen vorsorgen, eventuell sogar noch einen Satz Reifen noch irgendwo hängen zu haben. Aber ich habe neulich gesagt, wir sollten noch ein paar Reifen hier auch für die Autos hinstellen. Da hast du gesagt, die werden mit der Zeit aber nicht besser. Ja, du hast völlig recht. Das habe ich auch gerade gedacht, als ich es ausgesprochen hatte schon. Sie müssen natürlich speziell sehr dunkel gehalten werden. Das ist auch sehr wichtig, denn durch das Licht werden die natürlich porös, diese Gummireifen. Aber Fahrradreifen halten sehr lange und haben ja auch nicht die hohen Geschwindigkeiten. Aber kannst du mir noch mal sagen, wofür jetzt dieser Igelgriff gedient hat? War das irgendwie informativ wichtig hier im tagesaktuellen Podcast Stabil durch den Wandel? Das war überhaupt nicht wichtig, aber es war eine große Emotion, weil die sahen cool aus und die haben tatsächlich die Handflächen massiert und das fiel mir einfach nur so ein. Einfach so. Du hattest wahrscheinlich auch noch so einen Wimpel hinten drauf auf dem Gepäckträger. Ja, aber natürlich. Und jetzt muss ich was zugeben, das war sogar eine Deutschlandfahne. Damals durfte man das noch. Mit wem sitze ich hier eigentlich? Es ist ganz furchtbar. Ich schäme mich auch und distanziere mich von dieser Deutschlandfahne natürlich. Von dem Fahrrad? Von dem Fahrrad mit Deutschlandfahne, ja. Also das will ich aber jetzt auch gemeint haben, mein Lieber. Cancel Culture. Deutschland erlebt einen historischen Konsumschock, schreibt Welt Online. Die Pandemie hat den Konsum in Deutschland massiv abgewürgt, so stark wie seit mindestens 50 Jahren nicht mehr. In den jeweiligen Preisen betrug das Minus immer noch 4,6%, teilt das Statistische Bundesamt mit, während die privaten Konsumausgaben voriges Jahr real eingebrochen sind um ganze 5%. Anfang der 70er Jahre, also vor gut 50 Jahren, hatte die erste aus heutiger Sicht recht harmlose Rezession gerade den Glauben der Deutschen an das vermeintlich endlose Wirtschaftswunder der Nachkriegszeit zerstört. Da rüttelte nämlich eine Ölversorgungskrise an der frisch wiedergewonnenen Zuversicht. Dann folgte ja ein weiterer Ölboykott. Da gab es doch auch die autofreien Tage, ne? Ja, das gab es damals auch. Mhm.
Und dann kamen mehrere Währungskrisen, Börseneinbrüche und so weiter, schließlich die große Finanzkrise 2008, wo ja die US-amerikanische Lehman Bank zusammengekracht ist. Aber, so schreiben jetzt die Experten bei Welt Online, die Corona-Krise ist anders, auch im Vergleich zum Bankendesaster vor gut einem Jahrzehnt. Die Entwicklung, so sagt das Statistische Bundesamt, unterscheidet sich von der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008, als der private Konsum weniger beeinträchtigt war und dadurch eine stabilisierende Wirkung auf die deutsche Volkswirtschaft ausgeübt wurde. Ja, also es heißt, zwar die privaten Haushalte entgegen dem allgemeinen Rückgang haben im vergangenen Jahr 6,3% mehr ausgegeben als im Vorjahr, und zwar für Nahrungsmittel und Gemüse. Also das waren wahrscheinlich die Prepper. Die Preissteigerung auch. Auch die Preissteigerung schon. Ja, genau, die muss man da auch schon mit einrechnen. Die Ursachen dürften sein, dass mehr von zu Hause aus gearbeitet haben, auf Vorrat gekauft und durch den Lockdown im Gastgewerbe weniger auswärts gegessen wurde, heißt die Schlussfolgerung. Dem geschlossenen Gastgewerbe bescheinigt das Amt erneut die Rolle als Verlierer. Die Konsumausgaben für Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen fielen um 33,2%. Deutlich verändertes Mobilitätsverhalten der Deutschen, die hocken halt zu Hause jetzt. Kaum jemand fliegt, also die ganzen Ausgaben für Verkehr, Flug, Bahn, Busreisen sind derartig gesunken, nämlich um 28,6% im ersten Halbjahr letztes Jahr und um 38,6% in der zweiten Jahreshälfte. Erscheint mir immer noch eigentlich relativ niedrig. Ja. Also es ist natürlich auch überhaupt nicht überraschend, dass jetzt tatsächlich man feststellt, dass das Konsumverhalten sich verändert. Denn wir dürfen nicht vergessen, dass wir in einem Zeitalter, in einer Zeitqualität leben, wo gerade das Einkaufen eine hohe Lebensqualität dargestellt. Das gehörte mit zur Kultur und ist jetzt mehr oder weniger abgeschafft worden. Ich sage immer relativ oft, dass diese Menschheit einen Gendefekt hat. Das ist das Shoppen-Gen. Und sie gehen dann los und wollen dann gucken. Und wenn sie dann so gucken, dann kaufen sie auch. Wäre es einfach nur mal so, Männer kennen das, wenn sie mit einer Frau zum Einkaufen gegangen sind und die Frau lief dann durch den Laden durch und hat dann so durch diese Sachen dort geguckt, die dort hingen, Klamotten meistens waren es, und man hat gefragt, was suchst du denn? Und dann sagte die Frau, ich will nur mal gucken. Und man konnte das als Mann überhaupt nicht verstehen, außer natürlich, wenn man bei einem Gebrauchtautohändler stand und wollte da auch mal gucken. Das sind die Unterschiede zwischen Mann und Frau. Ja, na, ich habe dir das ja dann irgendwann erklärt, warum das so ist. Und dann hast du es verstanden und seitdem. Also ich meine, jetzt hier kann man einkaufen gehen, auch ohne Probleme. Hier kommt man in jeden Klamottenladen rein und kann sogar in die Umkleidekabine in den meisten Läden gehen. Aber inzwischen ist es ja in Europa, in vielen Ländern Europas, wo auch lange die Einzelhandelsketten zumachen mussten, die Einzelhandelsgeschäften, aber auch die größeren Läden. Inzwischen ist ja wieder ein bisschen gelockert, aber man darf dann nur mit einer bestimmten Anzahl von Menschen rein. Und viele Frauen, mit denen ich jetzt so gesprochen habe in der letzten Zeit, die sagen, ja, weißt du, irgendwie ist mir auch die Lust am Kaufen vergangen. Erstens, wenn du da diesen Lappen vor dem Gesicht hast, da bist du ja nur die halbe Person. Dann hast du viel Homeoffice, bist selten draußen. Man trifft sich nicht mehr im Büro, man trifft sich nicht mehr im Restaurant. Also das heißt, du kannst neue Klamotten kaufen, aber es sieht keiner. Ja, und die Lebensqualität insgesamt auch beim Einkaufen. Wenn ich mir vorstelle, man ist in großen Einkaufshäusern, man ist dann bei, was von mir aus, bei IKEA und man setzt sich dann anschließend nochmal in den Restaurantbereich rein, man sieht sich nicht mehr. Frauen brauchen sich dann gar nicht mehr schminken oder zurechtzumachen, weil sie haben ja diesen Lappen vorm Gesicht und man ist ja mittlerweile mehr oder weniger isoliert worden. Und das Schöne beim Einkaufen ist ja auch Kontakte mit anderen Menschen zu haben, ein Lächeln, ein Augenblick, den man hat mit anderen Menschen, das fällt ja jetzt alles in dieser Form relativ flach und aus diesem Grunde werden die Leute nicht mehr rausgehen. Und das Internet kann es nicht ersetzen. Man sieht da zwar ein Produkt, aber die Atmosphäre, die fehlt dann einfach. Ja, es ist auch schwierig. Also
Klamotten im Internet zu kaufen, halte ich für ein ziemliches Problem, weil du weißt einfach nicht, ob die sitzen und so. Also für Frauen ist das schon relativ schwierig. Und wer will denn sich jetzt da, was weiß ich, was zusammenbestellen? Dann kommt das große Paket, dann fängst du das Anziehen an, das Anprobieren. Dann musst du die Klamotten, die nicht passen, musst du wieder einpacken, wieder zurück zur Post. Da gibt es wieder lange Schlangen. Da ist vielleicht gerade wieder Lockdown und du musst allen erklären, warum du da mit deinem Paket durch die Straßen stolperst. Also das ganze Leben ist ja einfach sehr viel umständlicher geworden. So, wir lassen mal diesen Komplex und kommen noch mal zu deinem Lieblingsthema, Andreas. Das ist die Mikrobe und alle Maßnahmen. Oh ja, ich freue mich schon. Ja, sprechen wir so selten drüber. Aber es ist wirklich ein guter Anlass, denn es gibt ein neues Buch. Und zwar von Professor Sucharit Bhakti und seiner Frau, Frau Professor Dr. Katharina Reis. Und es ist ein, also Bhakti, ich will es vielleicht nochmal sagen, weil man nimmt diesen Namen so oft einfach wie selbstverständlich in den Mund. Der Mann war ausgewiesen anerkannter Experte, Mikrobiologe, Infektionsepidemiologe. 22 Jahre lang hat er das Institut für medizinische Mikrobiologie und Hygiene der Johannes Gutenberg Universität in Mainz geleitet. Und während seiner bisherigen Laufbahn hat er über 300 wissenschaftliche Arbeiten auf den Gebieten der Immunologie, Bakteriologie, Virologie und Herz-Kreislauf-Erkrankungen veröffentlicht. Und er hatte eine ausgewiesene Expertise, war überall anerkannt, aber dann kam die Mikrobe. Er hat natürlich aus seinem Sachstand, aus seinen Kenntnissen heraus sofort gewarnt und hat gesagt, stopp, stopp, stopp. Die Einordnung der Mikrobe müsste überdacht werden. Als es dann losging, schon relativ schnell, impfen, 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 hat er erst recht gewarnt. Und dann hat er ja ein erstes Buch veröffentlicht, Corona-Angst hieß das, glaube ich. Und jetzt kommt ein neues Buch, was er wieder mit seiner Frau gemeinsam geschrieben hat. Eine grundlegende zweite Kritik an der Corona-Politik. Und dieses Buch heißt Corona Unmasked. Unmasked. Also Corona unmaskiert. Zunächst wird da explizit festgehalten, dass es sich bei der Art der Analyse nicht um eine Generalkritik an der Praxis des Impfens handelt. Das sagt er übrigens immer, dass er nie grundsätzlich Impfgegner gewesen ist. Eines, sagt er, müsse jedoch gewährleistet sein, nämlich der Nutzen für Gesundheit und Gesellschaft müsse höher liegen als das mit einer Impfung verbundene Risiko. Und es sei kurz erwähnt, der Ordnung halber, dass ja viele Länder, mehr als ein Dutzend Länder weltweit, die Impfung mit AstraZeneca inzwischen eingestellt haben, weil extreme Probleme, Todesfälle, Blutgerinnsel vor allem aufgetreten sind. Und jetzt eben auch Deutschland zähneknirschend es eingestellt hat. Und da laut Bhakti jetzt überprüft werden muss, ob Nutzen oder Risiko des Impfstoffs größer sein, werde jeder Mensch, der sich jetzt impfen lasse, Teil eines riesigen Experiments. Du hast letztes Mal übrigens richtig betont, Andreas, dass nämlich, weil jetzt alle auf AstraZeneca herumhacken, berechtigt aus meiner Sicht, muss das Zeug sofort vom Markt, dass das aber die anderen Impfstoffe von Moderna oder BioNTech, Pfizer und so weiter nicht besser mache? Nee, definitiv nicht. Das kann eben halt nur sein, dass aufgrund der Dauer, der Zeitspanne, die man hat, um Nebenwirkungen sichtbar zu machen, dass sich das bei den sogenannten Konkurrenten, die ja gar keine Konkurrenten sind, sie unterliegen ja alle der Staatsfinanzierung und damit letztendlich auch wieder denselben NGOs, die wiederum Einfluss auf die Staaten haben. Also insofern muss man davon ausgehen oder kann man davon ausgehen oder ist es nicht auszuschließen, dass da auch dann die entsprechenden Probleme auftreten. Was ich dramatisch finde, ist natürlich, dass all diese Dinge wie von Bhakti natürlich vorliegen. Und das sind ja wirklich Dinge, die jeder lesen kann, der sie will. Das Problem ist natürlich auch, dass viele Menschen sich für diese Dinge schlicht und ergreifend einfach nicht mehr interessieren. Oder auch
ich sage mal, an einer anerzogenen Inkompetenz, um nicht zu sagen auch Dummheit leiden, intellektuelle Insuffizienz, wie man das auch immer nennen will. Menschen interessieren sich nicht mehr dafür. Und ich denke an diese Begebenheit bei der Bundeswehr, wo der Spieß vor seinen neuen Rekruten steht und fragt den einen Rekruten, was sind Sie von Beruf? Und er sagt, Bakteriologe, Herr General. Und er sagt, da reden Sie nicht so geschwollen, das heißt Bäcker. Und wenn wir auf diesem Niveau uns bewegen, dann wird es natürlich schwierig, dass die Zusammenhänge überhaupt noch verstanden werden. Ja, das ist eine sehr schöne Erwähnung. Ich komme aber zurück, Herr General, hier auf Herrn Bhakti und sein neues Buch, das er zusammen mit seiner Frau Katharina Reis veröffentlicht hat. Also, solange Nutzen oder Risiko des Impfstoffs nicht genau ausgerechnet sind, sind die Menschen, alle, die sich jetzt impfen lassen, Teil eines riesigen Experiments, so Bhakti. Allerdings ohne jegliche Haftung seitens der Hersteller des Impfprodukts. Denn bei Notimpfungen kann von den Herstellern nichts garantiert werden. Im Falle eines Falles bis zum Tode stehen sie bezüglich der Haftung außen vor. Tja, was soll man dazu sagen? Wir haben das schon oft diskutiert. Die Haftung ist das eigentliche Problem und ein Haftungsausschluss gleichzeitig dem Staat, also quasi die Haftung zu übergeben und auf der anderen Seite, dass der Staat das Ganze auch noch finanziert und die Gewinne dann bei dem Unternehmen bleiben, das ist schon wirklich atemberaubend. Ja, und weiter heißt es hier, nicht ohne Grund heißt es in der Analyse von Bhakti, habe etwa die indische Gesundheitsbehörde Nein zum BioNTech-Pfizer-Impfstoff gesagt. Also haben wir ja auch schon drüber berichtet, da wird niemand mit diesem Zeug geimpft. Es stelle sich zudem die grundlegende Frage nach der tatsächlichen Schutzfunktion der Impfstoffe gegen SARS-CoV-2-Infektionen. Zunächst sei bei dieser Frage festzuhalten, dass bei Versuchen an Affen bei keinem der Impfstoffe eine Schutzwirkung gegen eine schwere und womöglich lebensbedrohliche Covid-19-Erkrankung hätte gezeigt werden können. Und die beiden stellen zudem die Frage, inwiefern eine sogenannte Durchimpfung der Gesellschaft sinnvoll sei, was man hier mit allen Kräften vorantreibt, und eine entsprechende Impfkampagne eine Infektion überhaupt verhindere. Von Coronaviren heißt es in dem Buch, sei seit Jahrzehnten bekannt, dass diese sich von Mensch zu Mensch verbreiteten, ohne Symptome zu erzeugen. Früher, so heißt es wörtlich, wurden diese Menschen gesund genannt und man schenkte ihnen keine Beachtung. Heute sind sie asymptomatisch Infizierte und gelten als hochgefährlich. Ja, umso interessanter ist es natürlich, dass vor der Impfung keine vernünftige Anamnese gemacht wird. Das heißt, es wird auch nur gefragt. Im Normalfall, waren Sie schon mal an Corona erkrankt? Und dann sagen die Leute im Normalfall ja oder nein, weil sie wissen es ja nicht, denn es gibt ja keine Gesunden mehr, sondern symptomlos Kranke. Normalerweise müsste es, wie gesagt, so laufen, dass bevor geimpft wird, jeder Einzelne tatsächlich untersucht wird mit einem Test, mit einer Blutuntersuchung, mit einer persönlichen Differenzierung des Patienten. Dann werden die Ergebnisse abgewartet. Das dauert ein paar Tage im Labor. Und dann kann man sagen, man kann impfen oder nicht. Wobei es ja gar keine Impfung ist, wie wir wissen, sondern eine gentherapeutische Behandlung. Auch das ist nochmal ein großer Unterschied, so wie es Professor Hockerts gesagt hat. Also das ist natürlich etwas, was auch in dieses Paradoxon gehört, dass permanent sich widersprechende Dinge laufen. Und wenn dann jetzt noch viele Leute an den Impfstoffen sterben und man dann sagt, die sind gar nicht an den Impfstoffen gestorben, sondern an Vorerkrankungen, und dann die Frage aber nicht gestellt wird, wie kann man denn Menschen impfen, die schwer vorerkrankt werden, dann wird das Ganze rund. Wir leben in der reinen Paradoxie. Es handelt sich um ein großes Menschenexperiment, offenbar, und wir haben nichts daraus gelernt. Im 19. Jahrhundert hat Robert Koch alleine schon in Afrika große Versuchsreihen gemacht, wo unglaublich viele Menschen ums Leben gekommen sind. In Indien sind große Geschichten gelaufen, wo viele Menschen ums Leben gekommen sind später. Die Leopoldiner sind dafür bekannt. All diese Institutionen haben wirklich Erfahrungen mit großem menschlichem Leid und Schäden, die sie verursacht haben durch Großexperimente. Und jetzt läuft es einfach weiter, als hätten wir überhaupt nichts gelernt. Interessant ist, dass es diesmal weltweit läuft. Ja, die beiden Autoren
widmen sich auch der Frage nach einer mutmaßlichen Gefährlichkeit dieser mRNA-Impfstoffe. Dass diese Impfungen ungefährlich seien, da ja nur die Information für einen kleinen Teil des Virus, das sogenannte Spike-Protein, in den Körper gespritzt werde und im Grunde dabei ein natürlicher Vorgang lediglich kopiert werde, das sehen die beiden grundsätzlich anders. Das Problem besteht ihnen zufolge darin, dass die Virusgene von Moderna und BioNTech in Lipid-Nanopartikel bestehend aus fettartigen Stoffen verpackt seien. Durch die Verpackung selbst ist das Risiko für schwere allergische Reaktionen um ein Vielfaches höher als bei herkömmlichen Impfstoffen, schreiben sie wörtlich. Und das steht im Widerspruch zu den Verlautbarungen des Bundesgesundheitsministeriums, wonach von sogenannten Nanopartikeln keinerlei gesundheitliche Gefährdung ausgehe. Demnach wirkten sie angeblich nicht schädigend, also zytotoxisch, auf die Zellen des menschlichen Körpers. Bakti und Reis argumentieren, dass jedoch nicht von ungefähr nun davor gewarnt würde, dass Menschen mit Allergien sich nicht impfen lassen sollten, da mit lebensgefährlichen Reaktionen, also Anaphylaxien, zu rechnen sei. Tatsächlich wies erwähnte EMA, also die Arzneimittelbehörde der EU, Zulassungsbehörde, vor wenigen Tagen vor schweren allergischen Reaktionen aufgrund einer Impfung mit dem Wirkstoff jenes Vakzins hin, das in Zusammenarbeit mit der Universität Oxford entwickelt wurde. Anaphylaxie sowie Überempfindlichkeitsreaktionen sollten laut der Arzneimittelbehörde daher in die Liste der möglichen Nebenwirkungen aufgenommen werden, hat zum Beispiel die FAZ berichtet. Und Professor Bakti sagt, bei Nanopartikeln besteht auch das Risiko, dass durch diese die Funktionen der Zellen im Blut und damit das Gerinnungssystem in Mitleidenschaft gezogen werden. Und entsprechende Berichte häufen sich ja nun tatsächlich in den vergangenen Tagen. Ich meine, über diese Dinge hat er auch schon im ersten Buch gesprochen. Das liegt auf dem Tisch, diese wissenschaftlichen Experimente, wie du es jetzt auch gerade gesagt hast. Und Bakti sagt wörtlich, wir sind jetzt Zeugen von Großversuchen an Menschen. Das ist absolut unverantwortlich, zumal es von Anfang an Grund zur Vorsicht gegeben hat. Die möglichen Gefahren durch die Verpackung waren bekannt. Ja, und ich finde, das ist ganz wichtig, da mal ganz kurz einzusteigen, diese Verpackungsgefahren. Es gab vor Jahren schon die Frage, ob die, wie heißen diese Plastikflaschen nochmal, in denen Cola und so weiter drin ist? Die PET-Flaschen, ich komme jetzt nicht drauf. Also diese Kunststoffflaschen, in denen heute letztendlich alles verarbeitet ist, wo man festgestellt hatte, dass Nanopartikel dort gefährliche Schäden verursachen könnten. Daraufhin hat die Industrie natürlich dieser Kunststoffe eine Testreihe gemacht. Und diese Testreihen laufen folgendermaßen ab. Man nimmt dann Tiere, da könnte man auch jetzt ganz viel zu sagen, und setzt sie dann sehr starken Konzentrationen dieses vermeintlichen Giftes oder dieser vermeintlichen Ursachen aus und kann dann versuchen festzustellen, übrigens auch durch die richtige Tierwahl und so weiter, je nachdem, die Tiere, die springen unterschiedlich auf Gifte an, um dann festzustellen, es ist gar nicht so gefährlich. Man hat bei diesen Experimenten aber auch festgestellt, dass geringe Konzentrationen von Giftstoffen gefährlicher sein können als hohe Konzentrationen. Das allerdings lehnt natürlich die Industrie geprägte Wissenschaft eindeutig ab. Das heißt, die Nanopartikel könnten wesentlich schlimmer sein als große Anteile davon. Worauf man dann auch feststellte, okay, wenn diese Kunststoffe so gefährlich sind in diesem Nanopartikelbereich, man sagt immer, bis zu einer gewissen Größe kann kein Schaden auftreten. Und dann kam das Thema nämlich mit Kinder und Kunststoffen und Kunststoffspielzeugen bis hin zu Schnullern, die Kinder bekommen haben, wozu dann du natürlich vielleicht auch nochmal was sagen könntest zum Schnuller ganz kurz. Also diese Teile können durchaus giftig sein für die Menschen und zwar aufgrund, für die kleinen Kinder zum Beispiel schon, und zwar aufgrund der kleinsten Mengen, die dort auftreten. Wir wissen zum Beispiel, in der Heilpraxis werden sehr oft oder in den Globuli-Behandlungen werden also kleinste Konzentrationen von Wirkstoffen ganz gezielt eingesetzt, weil sie eine höhere Wirkung haben als hohe Konzentrationen. Das wird komplett weggenommen und das ist das, was hier
auch Professor Back, die sehr deutlich anspricht, dass die Verpackung eine enorme Wirkung haben können, mehr als wir alle glauben. Ja, und es gibt so viele Punkte, die in dem Buch noch angesprochen werden. Corona unmasked. Also wenn ihr Futter haben wollt für Argumente, den nicht den Schlafschafen gegenüber, bitte nicht missionieren, es bringt sowieso nichts. Und wer sich freudig impfen lassen möchte, lasst ihn gehen, er wird sich nicht umstimmen lassen. Die Welt besteht tatsächlich jetzt nur noch aus Lagern. Aber man kann, wenn jemand einem am Herzen liegt, kann man Fragen stellen und man kann auch mit der Ausweisung der über viele Jahrzehnte angesammelten Expertise von Bhakti und auch Frau Professor Reis, kann man auch dieses Buch hinlegen und sagen, meine Güte, lest doch mal, informiert euch doch bitte, bevor ihr hier beharrlich Behauptungen aufstellt. Es ist ja spannend, dass oft die Gegenseite, die also hier völlig im Mainstream mitläuft, dass die stärker versucht zu missionieren, beziehungsweise manche leider sogar denunzieren oder eben Menschen kritisieren und diskreditieren, um sich durchzusetzen. Und spannend ist immer wieder, ich hatte neulich eine Diskussion mit jemandem, den ich von früher kannte, der eben auch völlig auf der anderen Seite ist und der sagt, was macht ihr denn da nur und so. Man kann doch froh sein, dass es diese Impfstoffe gibt und diese ganzen Verschwörungstheoretiker und Covidioten und so weiter und dass ihr jetzt dazugehört. Also ich stelle mich dagegen und ich werde so etwas bekämpfen. Und dann habe ich gesagt, ja, wahrscheinlich fühlst du dich dabei jetzt auch noch als Freiheitskämpfer. Nur, dass du leider zu der Massenseite gehörst, der es extrem leicht gemacht wird, diese Dinge zu äußern, während Menschen wie wir, die wir versuchen, einfach auch andere Aspekte zu zeigen, angegriffen werden. Das Spannende ist, dass die Masse sich als tapfere und ja auch gefährdete Freiheitskämpfer fühlt. Ja, sie glauben, sie sind im Widerstand und merken gar nicht, dass sie gar keinen Widerstand haben, sondern genau in die Strukturen reinpassen. Die ganze rot-grüne Ausrichtung zum Beispiel dient ausschließlich der Industrie. Die ganzen Linken dienen komplett dem Kapitalismus. Sie merken gar nicht, dass diese gesamten Strukturen der neu-rot-grünen Welle tatsächlich kapitalistisch gesteuert ist. World Economic Forum, die ganzen großen Konzerne, also bis hin auch zu den Pharmakonzernen, den Chemiekonzernen, die uns Roundup und solche Dinge eben halt bescheren. Das sind die Initiatoren, die dahinter stehen, die grüne Welle zu konzipieren. Und alle Menschen, die darauf aufspringen, glauben, sie sind im Widerstand. Es ist wirklich unglaublich intelligent gemacht. Ja, und Österreich hat eine Umfrage gemacht, der Standard, das ist eine der Haupttageszeitungen aus dem Mainstream und die Überschrift lautet Umfrage:: Die Mehrheit der Österreicher ist genervt von vorgeschriebener Meinung. Und die Österreicher finden, dass sie selber tolerante Menschen sind, die gut mit anderen Meinungen umgehen können als ihre eigene. Und wenn es aber darum geht, eine eigene Meinung zu äußern, gerät jetzt zumindest die Hälfte der Menschen ins Grübeln, ob es einem passieren kann, dass man dafür ungerechtfertigt nicht etwa ins rechte Eck gestellt wird. Mhm. Nur 33% haben davor keine Angst, sagt der Standard. Umgekehrt halten es nur 33% für möglich, dass man bei einer freien Meinungsäußerung ins linke Eck gestellt werden kann. Und 45% meinen, dies sei unwahrscheinlich. Laut Umfrage ist es auch schwer, einen Ort zu finden, wo man sagen darf, was man wirklich denkt. Das glauben nämlich nur 29% der Befragten und die sagen, das ist vielleicht im Internet möglich. 36% meinen, das wäre bestenfalls noch im privaten Kreis möglich. 53, also weit über die Hälfte, stimmen der Aussage zu, das, was ich wirklich denke, behalte ich lieber für mich. Ja, und die Befragung deckt sich mit Befragungen auch, wenn sie einigermaßen unabhängig geführt werden, auch in Deutschland, übrigens auch in dem Rest der Welt. Und heute hat die Welt Online spannenderweise den NDR-Intendanten Joachim Knuth interviewt. Und der, also beziehungsweise haben die Zitate von ihm wiedergegeben, die er in der, wurde das gesagt? In der Zeit, ich muss gleich mal gucken, geäußert hat, nämlich
ARD müssten laut seiner Meinung mehr auf Meinungsvielfalt achten. Man dürfe nicht den Eindruck erwecken, die Öffentlich-Rechtlichen wollten missionieren. Darüber gäbe es auch intern Diskussionen. Den Joachim Knuth kenne ich übrigens gut. Wir haben eine ganze Weile mal zusammengearbeitet und der ist eigentlich immer ein ganz netter und ich habe den auch so immer in Erinnerung gehabt, dass er versucht, sachlich und objektiv zu sein. Aber wenn du natürlich Intendant wirst, kannst du natürlich. Aber deswegen ist es umso mutiger, dass er solche Äußerungen hier tut. Er sagte, ARD und ZDF müssten viel mehr auf Meinungsvielfalt in den eigenen Reihen achten. Wörtlich, ich diskutiere das mit Redaktionen und sage, es ist nicht gut, wenn ihr euch zu einig seid. Ihr müsst Hefe in euren Teig tun, damit es Gärungsprozesse gibt. Ja, genau der Zeit gegenüber hat er das gesagt. Und er meint auch, dass das Thema Meinungsvielfalt die Arbeit in den nächsten Jahren maßgeblich bestimmen wird. Ich glaube, er erkennt ganz richtig, dass ansonsten trotz auch staatlicher Pemperhilfen es irgendwann rauschend den Bach hinuntergehen muss. Ja, wir beschreiben hier letztendlich ein Totalversagen der demokratischen Grundordnung, die man uns als Freiheit verkauft hat, wo jeder das denken und sagen kann, was er möchte. Und was hier noch ganz wichtig ist an der Stelle, ist, dass die Missionierung nicht stattfindet, indem es so propagandistisch gemacht wird wie in dunklen Zeiten unserer Geschichte, sondern man macht es viel geschickter. Ich habe neulich einen Film gesehen von Arte, wo tatsächlich mal eine kritische Bewertung der Wissenschaft dargestellt wurde, wie also beispielsweise sich die Industrie der Wissenschaft bedient, Wissenschaftler kauft, regelrecht gefügig macht, um dann ihre Interessen durchzusetzen. Und da wurde mehr oder weniger eine Art kritischer Send, eine kritische Sendung da dargestellt, wo man sagte, die Industrie ist ganz furchtbar und die macht etwas ganz Schlimmes. Und es wurde damit dargestellt, dass die Filmemacher hier sich kritisch mit dem Thema Manipulation auseinandersetzen und Einflussnahme. Und dann wurde im letzten Teil plötzlich das Thema Klimaerwärmung, das sogenannte menschliche Klimaerwärmung und all diese Dinge, die wurden jetzt plötzlich auf den Vordermarsch gebracht. Und als dann da ich plötzlich feststellte, dass hier plötzlich mit denselben Manipulationen gearbeitet wurde, die man im ersten Teil nämlich aufbaute, nämlich indem man sagte, die Klimaerwärmung ist unumstritten bei allen Wissenschaftlern und trotzdem macht man das eben halt anders und so weiter und mal sehen, ob sich die Industrie schon wieder durchsetzt und jetzt gegen die Klimapolitik vorgeht und so weiter und so fort. Und da merkt man eben halt, dass doppelte, ich sage mal, eine doppelte Verneinung ist eine unterstrichene Bejahung. Das heißt, diese ganze Manipulation findet heute so intelligent statt und ich glaube, die Lösung finden wir nur, indem wir auf unsere Intuition hören, das heißt, uns der geistigen Ebene zuwenden und dieses Bewusstsein tatsächlich mit der Empfindung kombinieren und dann tatsächlich versuchen zu erkennen, was ist wahr und was ist unwahr. Die Manipulationsmechanismen rein auf der Verstandesebene sind heute so perfekt, dass sie sich von Lügen und Wahrheiten überhaupt nicht mehr unterscheiden lassen. Ich gehe hier nochmal in den Weltartikel. Also, es heißt weiter über den NDR-Intendanten Joachim Knuth, dass die Öffentlich-Rechtlichen nicht den Eindruck erwecken dürften, sie wollten ihr Publikum missionieren. Es darf nicht der Eindruck erweckt werden, mein lieber Joachim, der ist aber schon lange, hat sich schon durchgesetzt. Wörtlich sagt er, wir sollen Themen aufgreifen und einordnen, die Menschen zum Nachdenken anregen, aber wir sollen ihnen nicht sagen, wie sie zu denken haben. Er sei Journalist geworden, um Leute schlauer zu machen und nicht durch Polarisierung erregter. Da ist auch die Panikmache mit drin. Übrigens, als Journalist war, hat er sich wirklich auch darum bemüht. Ich kann mich wirklich daran erinnern. Deswegen so richtig überrascht bin ich zwar nicht, aber es ist schön, dass mal von einer solchen Seite so etwas kommt. Vielleicht will man auch nur beruhigen allgemein. Und da ist einer der vielen Intendanten ausgesucht worden, dem es am leichtesten fällt, solche Dinge zu äußern, damit mal der ganze ARD-ZDF-Apparat wieder beruhigt wird. Denn schließlich hatte man ja gerade einen Mann, der heißt, glaube ich, Georg Thiel, weil er 630 Euro Gebühren nicht bezahlt hatte, GEZ-Gebühren, inhaftiert. Der sitzt im Knast und da gibt es auch viele Aufrufe, lass den frei und so weiter. Also die Kritik an den Öffentlich-Rechtlichen wird natürlich auch durch solche Maßnahmen nicht leiser. Und hier heißt es in dem Artikel, das ist eigentlich ganz spannend, auch
Bundeskanzler Adenauer von der CDU hatte schon über die Gründung des zweiten deutschen Fernsehens nachgedacht, weil ihm die ARD damals eine zu große Nähe zur SPD gezeigt hatte. Und es wurde dann von den Ländern aber begründet. Und zuletzt hatte eine Umfrage der Verbandszeitschrift Der Journalist, also jetzt vor kurzem erst, zur politischen Einstellung unter angehenden Journalisten der ARD Folgendes ergeben. 92% der Volontäre und so weiter, Studenten, die da gerade anfangen, würden Grüne, SPD oder Linke wählen. Also es sind fast 100%. Wenn am Sonntag nur die VolontärInnen der ARD wählen würden, heißt es in dem Magazin, dann sähe das so aus: 57,1% für die Grünen, 23,4% für die Linke, 11,7% für die SPD. Dann folgen die sonstigen mit immerhin 3,9% und kaum noch messbar die Union mit 3% und die FDP mit 1,3%. Also 92% für Rot-Grün. Tja, und damit soll es das heute sein. Ihr Lieben, ich möchte noch mal an das Zitat von Donald Trump erinnern, von dem wir vorhin gesprochen haben, was er kürzlich getan hat, nämlich gestern. Die alten Medien sollten als politische Akteure betrachtet werden, nicht als journalistische Unternehmen. Haben wir eine schöne Erkenntnis, die wir mit in den Tag nehmen, Andreas. Der Himmel ist blau, die Sonne scheint, die Kaffeemaschine läuft warm. Wir wünschen euch einen schönen Tag. Bleibt gerade, bleibt stabil. Ihr wisst, im Gottvertrauen kommen wir durch dieses Nadelöhr. Und wie wir in dieses Gottvertrauen reinkommen, darüber reden wir ja in unserem Abendgebet jeden Abend um 9:30. Genau. Und aus diesem Grunde sind wir auch gut gelaunt durch das Gottvertrauen. Und in diesem Sinne wünschen wir euch einen herrlichen Tag. Also der Himmel ist wirklich stahlblau und das Wasser so wunderschön, was hier gerade vor uns liegt. Ein wirklich sonniger Tag. Und wenn es nicht so kalt wäre, könnte man wirklich glauben, es wäre Sommer. Aber da haben wir auch weniger Schnee als jetzt. In diesem Sinne jetzt einen Kaffee für uns beide. Den werde ich jetzt die Maschine angucken. Guckst gerade so kritisch? Nein, du ziehst das immer so hoch, ich habe es doch alles schon gesagt, aber jetzt kommt gleich wieder, dass du den Kaffee kochst und du die Tassen abwäschst und die Geschirrspülmaschine ausräumst. Dabei stimmt das gar nicht. Und täglich grüßt das Murmeltier. Nun haben wir leider keine Mitarbeiter und müssen das immer alles selbst machen, also gehst du gleich runter, machst die Waschmaschine, machst eben halt auch nochmal die Geschirrspüler, vielleicht könntest du danach nochmal kurz mein Auto waschen. Sprach das Murmeltier. So soll es sein. Euch alles Liebe und wir trinken jetzt mit euch gemeinsam eine schöne Tasse Kaffee. Nochmal. Tschüss. Tschüss.